In diesem Jahr an Silvester waren ja vielerorts keine Feuerwerke erlaubt. Eine kostengünstigere und weniger dröhnende Alternative zur Silvesterböllerei ist diese hier. Ein Wasserfeuerwerk mit Musik. Schon die alten Germanen veranstalteten viel Lärm, um an Silvesternacht böse Geister und Dämonen zu vertreiben. Der Ursprung für die heutigen Silvesterknaller liegt jedoch in China. Der chinesische Mönch Li Tian erfand im China der Tang-Dynastie das Schwarzpulver, welches nicht nur für Schusswaffen, sondern auch das Feuerwerk verwendet wurde. Und wussten Sie, dass die Bezeichnung Silvester einen kirchlichen, einen katholischen Ursprung hat? Wie so vieles in unserer Gesellschaft, was leider immer mehr in Vergessenheit gerät? Am Ende des Programms verrate ich Ihnen welchen. Guten Tag und ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Und der Großteil der Segnung soll sich vor allem Ihrer Gesundheit widmen. Ich begrüße Sie zum ersten EWTN UN-Blog im Jahr 2022. Aid does save lives. It can, and it can do it here and now. Hilfe rettet Leben, sie kann es und sie kann es hier und jetzt tun. Sie ist keine Lösung und wir sehen das in vielen Ländern. Afghanistan ist nur ein aktuelles Beispiel. Humanitäre Hilfe ist kein Heilmittel für die Menschen in Afghanistan. Sie ist ideal und wir hoffen und glauben und zählen darauf, dass wir den Menschen in Afghanistan jetzt in der Notzeit helfen können. Aber sie ist kein Mittel, um Gesellschaften zu stabilisieren. Der UN-Untergeneralsekretär sagte weiter, dass humanitäre Hilfe zwar funktionieren kann, aber sie ersetze nicht die Entwicklungshilfe. Sie ersetze nicht die Finanzierung der Gesellschaft und der Wirtschaft, die die meisten Regierungen jeden Tag überall auf der Welt leisten. Sie sei ein Zusatz, sie sei wichtig, sie sei eine Ergänzung. Und er hoffe, sie ist ein Lebensretter. Der Abzug der Amerikaner und NATO-Streitkräfte aus Afghanistan im September letzten Jahres hat nach Aussagen von Experten die bereits instabile Lage verschlechtert. Die Leidtragenden sind allerdings weder die Streitkräfte noch die Experten, sondern die Bevölkerung und ganz besonders Frauen. Wir wollen heute unser Gespräch mit einem Sachkundigen zur Lage fortsetzen. Im letzten Jahr sprachen wir bereits mit ihm. Ich begrüße nun Assistenzprofessor für Weltgeschichte an der Genfer Schule für Diplomatie und internationale Beziehungen und leitender Analyst am Internationalen Friedensforschungsinstitut in Genf, Giles Emmanuel Jacquet. Wie geht es dir, Giles? Hi, Chris, thanks, and you? Giles, das letzte Mal haben wir über die Taliban und ihre Machtergreifung in Afghanistan gesprochen. Heute wollen wir auch über die Situation der afghanischen Frauen sprechen und ethnische und religiöse Minderheiten, die es derzeit in Afghanistan gibt. Wie beurteilst du die Lage? Seit der Machtübernahme durch die Taliban hat sich die Lage der Frauen eindeutig verschlechtert, auch wenn die Taliban anfangs behaupteten, dass Frauen in der Hauptstadt, in anderen Städten und in ländlichen Gebieten arbeiten könnten. Wir sehen aber eindeutig weniger Frauen an öffentlichen Orten, in Büros, in Unternehmen oder Geschäften. Wir sehen also eindeutig immer weniger Frauen. Es ist nicht mehr so schlimm wie in den 90er Jahren unter dem vorherigen Taliban-Regime, aber es ist sichtbar, dass die Präsenz von Frauen auch im Fernsehen und im Radio drastisch zurückgegangen ist. Wenn es um die ethnischen und religiösen Minderheiten geht, vor allem um die schiitischen Hazara, haben auch sie Angst vor Verfolgung in der Zukunft. Zu Beginn der Machtübernahme behaupteten die Taliban, dass sie auch die Hazara schützen würden, dass Verfolgungen der Vergangenheit angehörten und dass die Hazara ihre Religion frei ausüben könnten. Einige Hazara-Flaggen wurden zunächst in einigen Städten von den Taliban entfernt, aber dann wurden die Flaggen auf einigen öffentlichen Plätzen wieder aufgestellt, damit die Hazara ihre heiligen Tage, ihre religiösen Feiertage feiern konnten. Now,
Was nun die aktuelle Situation angeht, so ist die Präsenz von Frauen auf öffentlichen Plätzen zwar nicht verboten, aber sie ist deutlich zurückgegangen. Auch die schiitischen Hazara fürchten um ihre Zukunft. Viele von ihnen arbeiteten für die afghanische Nationalarmee, für die Polizei oder für die afghanische Regierung. Viele von ihnen wurden entlassen oder viele von ihnen haben Angst, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Auf welcher Ideologie basierend regieren und agieren die Taliban, Giles? Die Ideologie der Taliban ist eine Mischung aus paschtunischen Stammestraditionen, da die meisten von ihnen paschtunischen Ursprungs sind. Die Paschtunen sind eine ethnische Minderheit, die hauptsächlich im Süden und Osten Afghanistans sowie in Pakistan lebt. Die Ideologie der Taliban basiert auf einer sehr archaischen, sehr traditionellen oder in einigen Fällen sogar extremistischen Auslegung des sunnitischen Islam. Die Ideologie der Taliban wurde während des sowjetischen Afghanistan-Krieges von 1979 bis 1989 auch von pakistanischen Extremisten geprägt, würde ich sagen. Viele Afghanen flohen nach Pakistan, wo sie in Flüchtlingslagern lebten. Und viele afghanische Flüchtlinge gingen in die Madrasas, die sogenannten Koranschulen. Und in diesen Koranschulen erhielten viele von ihnen eine sehr konservative oder sogar extremistische Erziehung. Sie basierte auf den Lehren pakistanischer oder indischer Mullahs, insbesondere denen der Deobandi-Bewegung. Wir haben auch den Einfluss der paschtunischen Stammesregeln, die ebenfalls sehr konservativ, sehr traditionell sind und manchmal sogar noch konservativer gegenüber Frauen, konservativer als die Scharia selbst. Im Hinblick auf die Ideologie der Taliban. Sie wurde während des sowjetischen Afghanistan-Krieges auch durch die Anwesenheit der sogenannten afghanischen Araber geprägt. Arabische Dschihadisten, die aus dem Nahen Osten oder aus den Golfstaaten kamen, um ihre afghanischen Brüder, die afghanischen Mujahedin, in ihrem Kampf gegen die afghanische Regierung und die sowjetischen Truppen zu unterstützen. Es liegt auf der Hand, dass der Wahhabismus, diese extremistische Auslegung des sunnitischen Islams, einen großen Einfluss auf die Taliban-Bewegung hatte. Heutzutage behaupten die Taliban, dass ihre Ideologie etwas gemäßigter ist. Es ist jedoch unklar und wir werden anhand ihrer politischen Vorgehensweise sehen, ob sie gemäßigter sind oder nicht. Die gebürtige Afghanin Nadia Nashir Karim ist Mitbegründerin und Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins e.V. in Hamburg. Seit knapp 30 Jahren kämpft die Journalistin mit ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitgliedern und Unterstützern für die Verbesserung der Lebensbedingungen in ihrem Heimatland. Sie sagt, dass man auf jeden Fall weiterhin diplomatische Beziehungen brauche, auch was die Friedensverhandlungen anging und was die Teilnahme der Frauen an der zivilen Gesellschaft für die Zukunft Afghanistan betreffe. Und vor allem brauche man wirtschaftliche und humanitäre Hilfe, auch für Zivilisten und zivile Projekte. Man brauche weiterhin diplomatische Beziehungen. Welche Beziehungen unterhalten die Taliban zu anderen Ländern der Welt, Giles? Zurzeit unterhalten die Taliban diplomatische Beziehungen zu einer begrenzten Anzahl von Ländern, da viele andere Länder abwarten, welche Politik die Taliban als erstes umsetzen und ob die Taliban einige von westlichen Ländern aufgestellte Kriterien in Bezug auf die Behandlung von Frauen oder religiösen Minderheiten einhalten werden. Die Taliban sind also nicht isoliert, aber sie genießen nur begrenzte diplomatische Beziehungen und auch nur sehr begrenzte diplomatische Anerkennung. Tatsächlich werden sie nur von der Türkei, Katar und China in gewissem Maße anerkannt. Die UNO hat die Islamischen Emirate jedoch nicht formell anerkannt. Giles, deine Prognose. Wird es in Afghanistan zu mehr Konflikten
oder Stabilität und Frieden kommen. Leider muss ich sagen, dass ich im Hinblick auf die Zukunft Afghanistans ziemlich pessimistisch bin. Das Land hat bereits mehr als 4 Jahrzehnte Krieg erlebt. Afghanistan ist seit Mitte der 70er Jahre mit ernsten Instabilitäten konfrontiert. Und historisch gesehen hat das Land viele Konflikte und chronische politische Instabilitäten durchlebt. Was die Zukunft angeht, so bin ich mir nicht sicher, ob es Stabilität und Frieden geben wird. Denn die Taliban werden sich mit dem IS auseinandersetzen müssen, denn der operiert noch immer in Afghanistan. Und beide stehen sich in einer erbitterten Rivalität gegenüber. Es ist auch klar, dass wir in Zukunft mehr Wettbewerb im Lande erleben werden, vor allem vielleicht zwischen China und den westlichen Ländern. Wettbewerb um Verträge und politischen Einfluss. Es könnte also zu mehr Instabilität kommen, und ich fürchte, dass es in den kommenden Jahren zu neuen Konflikten kommen könnte. Vielen Dank, Giles, für deine Insight-Informationen. Thank you very much, Chris. Die Politologin Dr. Katja Mielke von der Universität Bonn sagte dem Deutschlandfunk gegenüber, dass ein positiver Hoffnungsschimmer in Afghanistan sei, dass es eine aufgeklärte Frauenbewegung gebe, die im Umgang mit sozialen Medien versiert seien und damit eine starke Stimme einbrächten. Dr. Mielke appellierte an die internationale Gemeinschaft, sich in Gesprächen mit den Taliban dafür stark zu machen, dass zivilgesellschaftliche Kräfte und ganz besonders Frauen auch gehört und als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden. So, zum Schluss nun, ich hatte es zu Anfang unseres Programmes ja erwähnt, den Ursprung der Bezeichnung Silvester, den wir vor einigen Tagen ja gefeiert haben. Nach dem Heiligenkalender der römisch-katholischen Kirche ist dies der Gedenktag des heiligen Papstes Silvester I. Papst Silvester I. regierte in Rom bis zum Jahr 335 als kirchliches Oberhaupt. Als im Jahr 1582 der julianische Kalender vom gregorianischen Kalender abgelöst wurde, verlegte man das Jahresende vom 24. auf den 31. Dezember. Der damals amtierende Papst Gregor der 13. erinnerte sich während der Reform zurück an Papst Silvester I. und erkor den 31.12. als Ehrentag zur Feier des heiligen Silvester. Der heilige Silvester gilt auch übrigens als Schutzpatron der Haustiere. Danke fürs Zuschauen und nochmal Ihnen ein gesegnetes neues Jahr.